Hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Happy Womb. Ich habe Happy Womb ja ungefähr vor einen halben Monat ungefähr gebracht, aber ich bin ein bisschen unsicher, ob es richtig was ist, was ich spielen möchte auf meinem Kanal. Aber es kam so gut an und es gab auch sehr viele Nachfragen dazu, dass ich dachte, okay, einen Part dazu kann ich noch mindestens machen. Und wenn die Nachfrage hier groß genug ist, mache ich vielleicht noch einen dritten Part. Und ich habe in der letzten Folge so ein bisschen aufgeschmissen, sage ich mal, denn ich musste hier was mit den Schrotflinten machen und so weiter. Aber ich hatte die noch gar nicht freigeschaltet und deswegen habe ich einfach privat jetzt noch 20 Minuten weitergespielt. Und jetzt können wir so Sachen benutzen wie die Schrotflinte und die Minigun. Und dann haben wir jetzt hier auch neue Aufgaben, zum Beispiel Hügers Testobjekt 1000 Schaden mit der Minigun zu. Ich glaube, das ist gar nicht so viel 1000 Schaden, ist mal ganz ehrlich. Ich packe einfach die Minigun hier hin. So. Und auf der anderen Seite natürlich genauso. Zack, zack. Und ich glaube, das reicht jetzt noch genau für ein Sprungfeld. In diesem Spiel geht es übrigens nur darum, diesen armen Typen da oben nur möglichst viel Schaden anzurichten. Und das klappt ganz gut, ehrlich gesagt. Das klappt überraschend gut. Wir machen jetzt aber hier noch Sprungfelder hin. Und das sollte klappen. Wir müssen den. Ach, die Miniguns gehen nur. Okay, die haben gar nicht so eine große. Die haben gar nicht so eine große Reichweite. Okay, aber eventuell. Nee, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Warte. Ich habe einfach ganz viele Sprungfelder in die Mitte hingepackt. Und wir haben ganz viele Miniguns an der Seite. Und vielleicht klappt das jetzt, weil ich meine, das ist das Simpelste, was man bauen kann. Und ich gehe davon aus, dass es eventuell jetzt klappt. Und wir haben es geschafft. Wir haben 1000 Schaden angerichtet. Cool. Und wir müssen jetzt 2000 Schaden anrichten. Und wir haben was Neues freigeschaltet. Halten das Testobjekt 15 Sekunden lang in der Luft, aber nur mit Miniguns. Ich glaube, das habe ich gerade schon geschafft. Ah ne, er bleibt ja nicht ewig in der Luft, er muss konstant in der Luft bleiben und in der Luft gehauen werden. Und ich habe Block 5B freigeschaltet, neue Waffe. Okay, wir haben sehr viel freigeschaltet, ehrlich gesagt. Was ich cool finde, und der Typ findet es auch ganz cool. Treffen Sie das Testobjekt 5 mal mit einem Streitkolben? Haben wir noch nicht. Okay, Minigun und ich muss dem Testobjekt 2000 Schaden zufügen. Okay, 2000 Schaden kriegen wir, glaube ich, hin. Da wechsle ich aber gleich die Waffen, ich weiß noch nicht genau auf was. Ich lasse jetzt einmal fallen, nur random. Ich meine, Schaden ist hier nie verkehrt. Machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Schaden, was, vielleicht machen wir jetzt ja viel Schaden. Kann sein, dass das schon die Taktik ist, um denen viel Schaden zu machen. Wir haben jetzt schon 1200 Schaden gemacht, wir haben jetzt schon 1500 Schaden gemacht. Das reicht eventuell sogar für 2000 Schaden. Es hat gereicht für 2000 Schaden. Verbrauchen Sie 3 Streitkolben und das Objekt einmal 15 Sekunden lang. Okay, machen wir jetzt das mit den 15 Sekunden. Fast, komm schon, Yes, wir haben es geschafft, 15 Sekunden lang war in der Luft. Und wir haben die Seiten gar nicht gebraucht. Okay, fügen das Testobjekt 1500 Schaden mit der Axt zu. Axt und Streitkolben ist jetzt, was wir brauchen. Aber die haben wir noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt grinden und einfach nur den 1000 Jahre lang töten, bis ich neue Sachen freischalte. Cool. Holy shit, was ist das denn? Was war das denn für eine Überrunde? WTF? Ich habe jetzt nur darauf geachtet, was passiert. Ich habe einfach laufen lassen und ich habe jetzt 1000 Sachen freigeschaltet. Ich habe den Flammenwerfer freigeschaltet, ich habe den Streitkolben und die Axt freigeschaltet. Ich habe das Monster freigeschaltet. Ich habe gerade, glaube ich, eine relativ gute Taktik rausgefunden, um viel Schaden zu machen. Wir hatten, glaube ich, verdammt viel Schaden. Was war der Rekord? 4690 Schaden, also fast 5000 Schaden. Und jetzt haben wir das Monster freigeschaltet. Wir haben die Axt freigeschaltet, wir haben den Streitkolben freigeschaltet, wir haben den Flammenwerfer freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir arbeiten jetzt erstmal weiter voran. Wir sind mit dem Testobjekt 20. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Vielleicht kommen wir relativ weit mit den Testobjekten. Vielleicht kommen wir sehr weit. Köpfen Sie das Testobjekt mit der Axt. Hört sich erstmal sehr interessant an. Es sieht erstmal sehr interessant an. Okay, wie köpfen wir das denn? Sonst erspare ich mir, glaube ich, wenn es soweit ist, dass es wirklich dann auch Sinn macht und es mir auch was bringt. Das heißt, wir haben so ein bisschen Vorfreude gleich auf das Monster, aber ich habe es noch nicht gesehen, noch nirgendwo. So, dann machen wir es so. Wir haben noch super viel Geld über, ich würde sagen, wir packen einfach dann... Was habe ich noch nicht? Die Flammenwerfer spare ich mir auch, die Shotgun machen wir einfach dann. 1, 2, 3... 1... Okay. Mal gucken, was jetzt so passiert. Okay, wir müssen ihn aber entköpfen, das wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Das wird gar nicht so leicht, okay, aber... Ich habe ihn schon zweimal mit einem Streitkolben getroffen. Dreimal mit einem Streitkolben getroffen. Noch zweimal. Okay, noch einmal. Okay. Verbrauchen Sie 3 Streitkolben. Ich muss 3 Streitkolben kaputt machen hier in diesem Ding. Okay, ich muss noch 1 Streitkolben kaputt machen. Dann habe ich zumindest das mit dem Streitkolben geschafft. Haben wir geschafft, okay. Lassen Sie 7 Monster an ein. Okay. Wir dürfen die Monster jetzt schon einsetzen. Okay, das mit dem Streitkolben hat auch gut geklappt. Aber ich finde die Streitkolben nicht so cool, ehrlich gesagt. Aber da haben wir alles schon freigeschaltet. Okay, wir lieben Nahkampfwaffen. Axtstachel. Okay, ich muss noch mit der Axt was ein bisschen machen. Und ich muss es noch einmal köpfen. Ich weiß nicht, wie ich ihn köpfen soll mit der Axt, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen problematisch. Komm, wir speeden das mal ab. Er bounce es halt einfach nur noch rum. Der muss jetzt unfassbar oft gebissen werden. Schlagen Sie 20 Monster. Okay, ich muss auch Monster jetzt mit der Axt töten. Das ist jetzt schon cooler. Das ist jetzt schon cooler, die Sachen, die dazu gekommen sind. Okay, ich lasse die Monster einfach mal. Ah, die Monster jumpen einfach wild. Okay, got it. Okay, was muss ich noch machen mit den Monstern? Also, ich muss einmal köpfen. Ich muss Monster töten. Ich muss 1500 Schaden mit der Axt machen.
Ich muss Axt stacheln und die Säge platzieren. Okay, das Monster dachte ich wäre ein bisschen größer. Das wäre ein größeres Monster. Vor allem sind die einfach komplett unnütz so. Okay. Okay, mal sehen, ob es jetzt klappt. Wir haben ganz viele Sprungfelder, wir haben ganz viele Sägen. Wenn er jetzt nicht geköpft wird, weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, was mit der Welt verkehrt ist. Das sind so viele Sägen, das muss doch reichen, um ihn zu köpfen. Oder muss er halt komplett den Schaden... Die Klingen gehen alle kaputt. Also ich krieg diese gesamten Klingen kaputt, aber ich krieg ihn nicht geköpft. Jetzt? Nein, ich hab ihm 4000 Schaden zugefügt. Aber er hat immer noch seinen Kopf dran. Ich habe jetzt einen Eisstrahl freigeschaltet. Das ist awesome. Das ist awesome. Ich weiß nicht... Säurespucker. Ist er jetzt geköpft? Nein, er hat einen Arm verloren. Bitte, verlier den Kopf. Nein, ich habe alle Klingen verloren, aber halt... Och, damn it. Es muss eine Kombination treffen. Also die Axt muss treffen, dann müssen die Stacheln treffen und dann muss diese Säge treffen. Okay, lass uns das einfach mal kurz machen. Lass uns einfach mal kurz ein Setup machen, wo das passieren kann. So, und das ist ganz natürlich ganz einfach. Das ist natürlich sehr, sehr einfach. Oh, Stacheln. Stacheln. Jetzt kommt die Säge. Yes, wir haben es hingekriegt. Okay, lassen wir das Testobjekt 10 Sekunden lang eingefroren. Okay, das klingt auch interessant. Lass uns einfach ein bisschen weitermachen. Ich weiß, ich habe einen sehr großen Rückstand auf die ganzen YouTuber, die schon fast alles freigeschaltet haben. Deswegen wird die Folge heute ein bisschen erforscherischer. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Ich habe es geklappt. Ich weiß nicht, was der Flammenwerfer für eine Reichweite hat. Okay, er ist... Okay. Er hat nicht so eine krasse Reichweite. Komm, nein, es fehlt nur ein einziger Schaden oder so. Da, es fehlt wirklich nur ein... So ein Fitzel. Nicht gut. Nicht gut. Vielleicht klappt es jetzt einfach random. Ist ja so ein bisschen random, immer, ob es klappt. Bitte? Ja, jetzt hat es zum Beispiel einfach geklappt. Okay, wir kleckern sie alle Teile des Testobjekts mit Säure. Okay, das kriegen wir auch hier, glaube ich. Okay, es müsste jetzt eventuell klappen. Ich habe gar nicht alles eingesetzt, was ich musste. Aber ich gehe davon aus, dass es eventuell klappt. So, es ist jetzt schon geklappt. Er ist einfach voller Säure. Er hat sich aber direkt wieder geheilt. Das heißt, die Säure hat ihn gar nicht so viel ausgemacht. Ist alles gut. Trennen sie einen Kapital ab, was in Säure ist. Okay. Machen wir noch eine Sache. Lass uns noch das Testobjekt einmal einfrieren für 10 Sekunden. Und dann haben wir, glaube ich, schon so das meiste geschafft, was wir machen sollten in dieser Folge. Das ist ja gar nicht so schwer. Es ist ja ziemlich einfach. Moment, plötzlich einfach noch mehr von denen einfach irgendwo hin. Und dann klappt es doch zu 1000%. Ich spamme jetzt einfach. So, fertig. Müsste jetzt doch zu 1000% klappen. Gehe ich mal von aus. Oder? Nee, okay. Das klappt so nicht. So klappt das nicht. Weil ich meine, es ist ja auch keine große Zauberei. Der muss jetzt einfach nur eingefroren bleiben. Für noch ein paar Sekunden. Bitte. Dammit. Okay, ich würde sagen, das wird jetzt reichen, dass er eingefroren bleibt für diese letzten 10 Sekunden. Und ich hoffe, es funktioniert. Es sieht aktuell ganz gut aus. Er ist jetzt ungefähr 8 Sekunden eingefroren. 9 Sekunden. Er hat einen Körperteil verloren währenddessen, was anscheinend cool ist. Also in der Logik dieses Spiels ist es was Cooles. Wenn man eher einen Körper... Er hat sogar den Kopf verloren. Ich glaube, ich habe erstmal den Kopf verloren. Okay, und dann würde ich aber sagen, Leute, was ist für die Folge von Happy Womb für diese Folge, Woche? Wenn es dir gefällt, dann schreibt es in die Kommentare und gebt vielleicht einen Daumen nach oben da. Weil ich bin wirklich unsicher, ob es was ist, was euch gefällt, was euch wirklich gefällt. Dann schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.